Servus Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr seid mit mir hier unterwegs auf der Eurobike in Frankfurt und wir sind jetzt hier direkt an der Teststrecke. Hier kann man die ganzen Fahrräder ausprobieren und da möchte ich mit euch einfach mal ein paar Impressionen teilen, dass ihr seht, was hier dieses Jahr 2022 auf der Eurobike denn alles so rumfährt. Viel Spaß dabei! Ja, das ist natürlich auch richtig cool. Carla Cargo, das ist ein E-Bike-Anhänger, der sich sozusagen selber fortbewegt. Der hat einen Motor drin, das heißt, das könnt ihr mit jedem kleinen Klapprad könnt ihr einen riesen Anhänger ziehen, denn der steuert und bremst selber. Und das ist natürlich schon auch eine coole Innovation. So, wie ihr seht, hier ist einiges an unterschiedlichen Bikes unterwegs. Hier nochmal das Revonte One. Revonte One. Mit einem Motor mit Getriebe und zwar mit einem automatischen, stufenlosen Getriebe. Absolut empfehlenswert. Also für mich die eine der Top-Innovationen hier auf der Messe. Schaut mal noch das extra Video dazu an. Das kann ich euch sehr empfehlen. Hier natürlich Stromer. Stromer ist auch immer mit dabei. Super. S-Pedelecs, nicht ganz günstig, aber qualitativ absolut hochwertig. Auch mit ABS, mit integriertem ABS sogar. Noch besser integriert als bei Bosch, da sieht man gar nichts mehr davon. Hier ist das Woka, das ist auch mit Revonte One Motor drin. Ein Cargo Bike mit Rückwärtsgang. Dann haben wir hier Hase Bikes, Nikolai, das Rough Cycles mit Little Missy. Und hier nochmal Rough Cycles. Da ist nochmal ein Bosch Cargo Bike gewesen mit ABS. Hier
Hier nochmal das ST1 von Stromer. Ein Riesel Müller Cargo Bike. Yo Mobility Rethink Cargo Bike. Easy. Black Iron Horse. Schaut auch gut aus.